Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Blattgrün. Ja, und wir sind gerade in der Arena von Koga und ich habe mich hier irgendwie verlaufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es meinem Pokémon geht. Ist schon alles so lange her. Ja, die sehen ja noch ganz okay aus. Ich weiß nicht, versuche mich einfach mal... Oh, eins ist vergiftet, ja. Ich weiß nicht, was ich zuletzt vorhatte, gegen wen ich hier schon gekämpft habe, wo ich hier lang muss. Hallo, was sagst du mir? Wo Licht ist, ist auch Schatten. Licht oder Schatten, wähle einen Weg. Ja, ich wähle die dunkle Seite, sie haben Kekse. Und ich finde es aber nicht. Okay, eigentlich hatte ich vorgehabt, die restlichen Random-Leute hier zu besiegen. Und irgendwie weiterzukommen und dann nochmal ins Pokécenter und dann, ach, hier geht's auch nicht weiter. Ja, okay, jetzt sehe ich so langsam wieder die groben Umrandungen, obwohl ich sagen muss, dass zwischendurch mein Vieh hier vergiftet ist, das nervt ein bisschen. Dadurch verschlechtert sich die Sicht für mich immer. Aber jetzt wurde es endlich besiegt, ist es endlich abgekratzt und ja, hier komme ich wieder zurück. Hier muss es doch irgendeinen Weg geben. Hier gab es doch einen Weg. Also ich glaube schon mal, dass das hier richtig ist. Und hier hinten kann aber nicht... Oh, da geht's auch durch. Okay. Ja, aber dann bin ich wieder hier. Und da stand ich doch schon vorhin. Lass mich... Oh. Ah! Ja. Dann habe ich es doch zu ihm hingeschafft. Jetzt... Okay, jetzt muss ich das nur gleich nochmal schaffen, ja? Oh! Bleib stehen. Frustrieren. Dich die unsichtbaren Mauern. Ja. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich noch gar nicht gegen den gekämpft hatte. Ich hätte mir vielleicht meine eigene letzte Folge mal anschauen sollen, was ich nicht getan habe. Ist aber jetzt gerade auch Wurst. Ja, vielleicht während ich kämpfe, könnte ich ja mal ein paar Kleinigkeiten von mir lassen. Für die, die das Ankündigungsvideo nicht gesehen haben. Ich habe ein neues Mikro. Das hat eine bessere Tonqualität. Das Problem ist, besserer Ton heißt auch, dass es irgendwie alles aufnimmt, was so ist. Und das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich jetzt in-game mache. Und meine Vögel scheinen wieder mitreden zu wollen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht so schlimm ist. Sonst muss ich demnächst meine Vögel extra für die Aufnahme auslagern. Was ich natürlich nicht sehr toll fände, weil der Käfig ist etwas schwer. Als ich letztes Jahr im Urlaub war, musste ich den Käfig nämlich zu meinen Eltern schaffen. Und dann, weil ich alleine war, musste ich den alleine ins Auto hieven. Und ich hatte Glück, dass ich wusste, dass das passt, weil ich den auch ja schon mal im Auto zu mir gefahren hatte, nur ohne Vögel drin. Und war ein ganz schöner Kampf. Ich hatte die ganze Zeit Angst, mir fliegt der Käfig auf den Boden und dann fliegen meine Vögel einfach so in die Freiheit. Was sich ja schön anhört für die Vögel, aber eigentlich nicht ist, weil sie nur mal drinnen aufgewachsen sind, würden sie dann nämlich elendig sterben. Und genauso wie mein Tic-Tac gerade gestorben ist, da passte meine Geschichte doch perfekt. Ja. Okay, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, dass ich vielleicht meine Vögel ausmerzen muss, wollte ich jetzt schon sagen, auslagern muss für die Aufnahme. Oder ich gucken muss, wie ich irgendwie das besser bearbeiten kann, so dass das Mikro nicht mehr so extrem empfindlich ist, aber trotzdem noch es sich gut anhört beim Aufnehmen. Ja, das wird noch ein bisschen Herausforderung. Bis dahin sage ich schon mal sorry, falls es irgendwelche unangenehmen Hintergrundgeräusche gibt, wie zum Beispiel Klicken, obwohl ich schon versucht habe, das zu machen, dass das sich nicht allzu schlimm anhört. Genauso wie mein toller alter Stuhl, der immer knarzt, wenn ich mich drauf bewege. Ich will mir bald einen neuen kaufen, aber da ich mir gerade erst ein Mikro gekauft habe, muss der Stuhl erstmal warten und bis dahin muss ich auf diesem ollen Ding hier sitzen, auf dem ich mich beim Let's Playen keinen Millimeter bewegen darf, sonst knarzt es. Und man kann es leider hören, dank des tollen neuen Mikros. Naja. Und ich bin paralysiert. Toll. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Sehr schön. Ja, das Gute ist,
Da ich ja zwei Pokémon-Let's Plays habe, in denen ich zwischendurch mal kämpfen muss, durch die Gegend laufen muss, nichts zu tun habe und ganz viel Zeit zum Reden habe, habe ich mir mal eine kleine Notiz angelegt. Was heißt Notiz? Also, einen kleinen Zettel, der hier auf meinem Schreibtisch liegt, ganz professionell, wo ich mir ein paar Themen drauf geschrieben habe, die ich vielleicht ansprechen kann, wenn endlich mal mein scheiß Glurak, ist es kein Glurak, ist ein Glutexo, mein scheiß Glutexo mal endlich seinen Flammenwurf treffen würde, so. Wo ich mir einige Themen aufgeschrieben habe, die ich erzählen kann, so nebenbei. Und jetzt juckt mir die Nase. Und ich kann nicht kratzen. Verdammt. Ja. Dann muss ich das jetzt einfach aushalten. Oh, es entwickelt sich. Und ich habe gerade noch aus Versehen Glurak gesagt. Wie passend. Ui. Ja. Glückwunsch, dein wurde zu Glurak. Das finde ich ein bisschen dämlich, dass da steht, also da, der Spitzname dann da steht, denn wurde zu Glurak, aber es heißt ja immer noch und es war ja vorher kein sondern ein Glutexo. Naja, egal. Und es kann Flügelschlag lernen. Gucken wir mal, ob sich das überhaupt lohnt. Und da knarzt mein Stuhl. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ja, ich lasse dafür mal Kratzer verlernen. Das ist ja langsam echt alt. So, jetzt versuche ich hier aber jetzt hier wieder rauszukommen. Ich kann in dieser verdammten Arena nicht rennen, meine Pokémon zu heilen und dann versuchen wir einfach mal gegen Koga zu kämpfen. Ich hoffe, ich scheitere nicht so, wie ich es gerne bei Arena-Leitern in Let's Plays immer mache. Das wäre ein bisschen doof. So. Ja, ja, mach sie wieder fit. Komm. Bim, 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 bim. Und jetzt gehen wir zurück zu Koga. Yeah. Oh. Oh, da knarzt mein Stuhl wieder. Oh, ich hasse diesen Stuhl. Warum habe ich ihn eigentlich? Also, nur mal zur Info, der Stuhl ist... Oh, gegen den habe ich auch noch nicht gekämpft. Scheiße. Ja, okay, dann trainieren wir jetzt hier gerade in dieser Folge, glaube ich, nur ein bisschen. Und dann werde ich wahrscheinlich doch erst nächste Folge zu Koga gehen können. Und werde euch weiterhin über meinen Stuhl ausheulen, der jetzt 14 Jahre, glaube ich, alt ist. Und, ja. Und ich langsam keinen Bock mehr auf diesen Stuhl habe. Und die letzten Jahre hat er mich eigentlich gar nicht so stark gestört, weil ich habe nämlich ein wunderbares Sofa, das direkt neben meinem Schreibtisch steht. Und ich kann auch auf dem Sofa sitzend am Schreibtisch sitzen. Also, ihr versteht, was ich meine. Ich kann dabei spielen, wenn ich auf dem Sofa sitze. Problem, es ist jetzt mit dem neuen Mikro und fürs Let's Play aufnehmen nicht mehr so gut. Das kann ich nicht mehr machen, vor allen Dingen, weil ich auch ein kleines Sofa habe. Ein neues Sofa, das kleiner ist, wo die Lehne nicht mehr so breit ist. Früher konnte ich auf der Lehne einfach die Tastatur draufstellen, das geht jetzt nicht mehr. Und das wird dann alles ein bisschen unpraktisch. Oh, ich hätte das Pokémon wechseln sollen. Ich versuch's trotzdem mal. Och, das hat ja viel abgezogen. Wahnsinn! Also... Okay, dann nehmen wir mal Tina. Die war ja schon lange nicht mehr mit dabei. Und ich kriege direkt einen Giftstachel ins Gesicht. Und werde direkt wieder vergiftet. Das gibt's doch nicht. Das finde ich jetzt aber überhaupt nicht nett. Und meine Nase juckt immer noch. Das ist auch nicht nett. Also ich weiß auch nicht, ob das mit Koga sowas wird. Also ich vergifte dich jetzt auch. So, hasse davon. Also ich hoffe einfach, dass ich gegen Koga bestehen kann. Ja,
Also wenn ich es schaffe, gegen Koga zu gewinnen und nicht tausendmal zu verlieren, werde ich, glaube ich, danach in die Safari-Zone nochmal gehen und mir ein Dratini angeln. Ist zumindest bis jetzt so der Plan. Und danach gehe ich zurück zur, wie heißt es, Safronia City. Ach, na toll, na toll. Und wie ihr seht, in der ganzen Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, habe ich natürlich fleißig trainiert. Nicht. Ja, einmal noch Gift und dann verreckt es. Alles klar. Und Arbok, ja, wir lassen jetzt einfach mal vorne. Kann ja nicht schaden. Ach ja, genau, danach will ich gegen Sabrina kämpfen. Oder zuerst dieses Team Rocket Gebäude da machen. Ich weiß nicht, was ich da zuerst machen muss. Wo ich glaube, ein paar Team Rocket Männer besiegen, hört sich auf jeden Fall total spannend an. Gähn. Deswegen werde ich wahrscheinlich zuerst da rein müssen. Ja. Und sonst, was mache ich danach? Genau, ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten, ist doch klar. Jetzt muss ich wieder zurück ins Pokémon-Center, das finde ich echt nicht lustig. Nicht nett. Ups, gegen die Wand gelaufen, mal wieder. Also momentan ist das alles noch etwas suboptimal hier. Geht ja gar nicht. Und ich habe immer noch kein Gyarados, das ist so peinlich. So peinlich. Ich meine, das Pokémon Let's Play war das erste, womit ich angefangen habe, aber weil ich zwischendurch ein Mensch bin, der sehr faul ist und keinen Bock hat, irgendwas zu tun und es dann auch nicht tut, hatte ich zwischendurch mal längere Pausen, sonst könnte ich schon 3000 Millionen Mal durch sein, durch das Spiel. Wenn ich nicht gerade Let's Playen muss, bin ich auch schneller bei diesen Spielen. Aber zumindest sind wir schon mal wievielten Orden jetzt? Weiß ich nicht mal mehr. Sechster ist das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall komme ich zumindest etwas voran. So, und ich stehe direkt vor Koga. Aber das gibt es jetzt leider erst in der nächsten Folge. Diese Folge gab es nur ganz viel Gelaber und Gejammer. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao!